Wir sind Tina und Nick. Jobs und Wohnung gekündigt, um unseren Traum Weltreise zu realisieren. Nach knapp 5 Monaten Fulltime Vanlife in Europa wartet ein neues Abenteuer auf uns, die Azoren. Die autonome Region Portugals liegt 1369 Kilometer vom Festland entfernt, mitten im Atlantik. Die 9 Azoreninseln ragen als Spitzen riesiger Unterwasservulkane aus dem Meer und sind durch das vorherrschende subtropische Klima ein wahres Naturparadies. Auf uns warten azurblaue Kraterseen, heiße Quellen, eine einzigartige Vulkanlandschaft, atemberaubende Wasserfälle, der höchste Berg Portugals, Delfine und Wale, eine einzigartige Flora und viele weitere Abenteuer. Kommt mit auf unsere Entdeckungstour. Bom dia, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gestern von São Miguel mit einem kleinen Flieger auf die nächste Insel geflogen, nämlich nach Terceira. Terceira ist die zweitbevölkerungsreichste der Azoreninsel. Und was wir jetzt gerade merken, das Wetter ist sehr, sehr ähnlich wie auf São Miguel. Da scheint die Sonne, da windet's und von da regnet's. Ja, sind aber auf jeden Fall jetzt sehr gespannt, die Insel zu erkunden. Und wir stehen schon vor dem ersten Highlight der Insel. Das war so Naturpools und ja. Die schauen wir uns jetzt mal an. Es ist wild. Da ist wieder ein Regenbogen. Monsterwellen rein und es ist so krass aufgewirbelt. Und hier ist jetzt so ein natürlicher Pool, wo es wirklich ganz ruhig ist und man schwimmen gehen kann. Und es gehen tatsächlich ein paar hardcore-mäßige Menschen hier rein. Obwohl hier kommt auch ab und zu ein bisschen Schwapps rein. Richtig krass. Oh, wir haben uns mal kurz vorm Regen gerettet. Ja, Richtig angefangen und wir gehen aber auch gleich wieder raus, weil es hier einfach so super schön ist. Ja. Warten wir nur kurz ab und so wie es auf den Azoren üblich ist, scheint wahrscheinlich in 5 Minuten sowieso wieder die Sonne. Deswegen kurz mal abwarten und dann geht's gleich weiter. Jetzt war nicht auf zu regnen, deswegen fahren wir jetzt wahrscheinlich weiter. Aber am Stand hier gab es sowas wie Donuts und die sahen ultra lecker aus. Das habe ich nicht gegönnt. 80 Cent! Miam! Für nachher. Aber jetzt fahren wir noch mal ein bisschen weiter und kommen hier noch mal her, wenn das Wetter wieder ein bisschen besser ist. Also wahrscheinlich in einer Stunde. Gerade vom Auto aus gesehen, dass hier so ein kleiner Berg ist mit einer Kirche oben drauf. Matthias Simão steht hier unten als Schild. Das sieht ganz cool aus und da gehen wir jetzt mal hoch. Thank you.
Sonne scheint. Und es riecht. Das ist übrigens das Lieblingswort von Nick auf Portugiesisch. Miradouro bedeutet Aussichtspunkt und da freut sich Nick immer wie ein kleines Kind, wenn er das findet. Wale, die verstecken sich noch ein bisschen vor uns, aber ich sag's euch, es ist nicht verstecken für immer, wir finden euch. Seht ihr das? Wir sind im T-Shirt. Es hat sich mal wieder um 180 Grad gewendet hier, das mit den Temperaturen und mit dem Wetter. Wir sind ja jetzt mitten im Atlantischen Ozean und bislang haben wir außer die Inseln, auf denen wir waren, um uns herum gar nichts gesehen. Und das hat sich heute geändert. Da drüben ist nämlich eine der neuen Azoreninseln, nämlich Graciosa. Die ist ca. 60 Kilometer von hier entfernt. Also ich denke mal, dass es die ist. Ansonsten haben wir jetzt eine neue Insel entdeckt. Ja, die würden wir dann für uns beanspruchen. Durch seine Lage mitten im Atlantischen Ozean sind die Azoren strategisch relativ wichtig für die Seefahrt. So im 15. Jahrhundert, als die Portugiesen die neue Welt entdeckt haben, also Amerika und Indien, haben sie hier immer zwischengehalten, um Proviant aufzufüllen, Frischwasser aufzufüllen etc. Also sowohl auf dem Weg dorthin als auch auf dem Weg zurück. Heutzutage ist es so, dass ja einige Menschen tatsächlich auch mit ihren Segelbooten von Europa nach Amerika fahren oder umgekehrt. Und da ist, ich glaube, São Jorge, wenn ich es richtig ausspreche, ein sehr beliebter Treffpunkt für Segler. Und ja, so viel zu einem klein wenig geschichtlichen Wissen mit Nick. Das sieht es einfach aus. Man sieht richtig da hinten die Regenfronten. Wie so UFOs über dem Meer. Da kommt was. Dazwischen ist Sonne. Da kommt was. Und da ist blauer Himmel. Und hier scheint auch die Sonne. Good morning, Sunshine. So lässt sich's aushalten. Kaffee trinken auf den Azoren. Highly recommended. Bei Sonnenschein. Heute ist auch viel milder als die letzten Tage. Ich habe auch die Mütze nur an, weil meine Haare so ein bisschen so kreuz und quer sind. Ja, so die ganze Luft, der Wind und so, es ist alles nicht so kalt wie die letzten 2-3 Tage. Sehr, sehr schön. Vielleicht springen wir nachher in unseren Pool. Genau. Eine Person von uns will es direkt übertreiben, aber vielleicht machen wir das. Wir erkunden heute ein klein wenig die Insel und sind an unserem ersten Ort angekommen. Das ist nämlich Praia Vitória. Hier gibt es ungefähr 3-4 größere Städte. Praia Vitória gehört dazu. Und ja, ist ein sehr, sehr nettes Städtchen. Schauen wir uns das mal an.
der anderen Seite dann wieder Sonnenschein. Das hat sich sogar gereimt. Meine Frau ist eine Rapperin. Ich wusste schon immer. Represent, represent. Oh, das sind ja echt richtig heftige Wolken. Auf dem Weg zur größten Stadt der Insel haben wir nochmal einen Stop gemacht. Und zwar sind die Azoren ja bekannt für ihre vielen Kühe. Also pro Einwohner gibt es 2 bis 3 Kühe. Und dementsprechend sind die Azoren auch bekannt für ihre Milchprodukte, also Käse, Joghurt, Eis und auch für Fleisch. Und einer der größten Produzenten für diese Produkte ist jetzt hier hinter uns und da kann man reingehen und auch ein bisschen was essen und das machen wir jetzt mal. So, wir haben es jetzt nach Angra do Heroísmo geschafft. Das ist quasi die Hauptstadt, nicht nur quasi, das ist die Hauptstadt von der Insel Terceira und ist zugleich auch die größte Stadt hier. Ist wirklich richtig, richtig schön. Also eine tolle Altstadt. Ja, was kann man dazu sagen? Schaut es euch selbst an. Wirklich sehr, sehr gut zum Erkunden. Schön klein, kompakt, tolle Gebäude, schöne Kirchen. Herz, was willst du? Schön war's. Richtig schöne Stadt. Ja, das muss man sagen. Jetzt fängt es an zu regnen. Bedeutet für uns, geht zurück nach Hause. So, wir sind wieder am alten Platz. Ja, gestern war es ja hier mal ein bisschen stürmischer und wir wollten es heute noch mal sehen, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Gucken wir mal, ob es tatsächlich der Fall ist. Wir haben einen neuen Freund. Ja, der pinkelt gerade. Ja. Ne? Bist du unser neuer Buddy? Ja. Ja. Ne? Ja, du bist ja noch ein ganz junger. Ne? Da steht sie ganz allein, was ihr da wohl durch den Kopf geht. Irgendwie will man rein und irgendwie auch gar nicht. Und wie ist das Wasser? Ah, es ist schon frisch. Es ist halt der Atlantik, der hier reinballert. Hier sind übrigens auch Umkleidekabinen. Da hinten ist ein Kebabladen. Da ist eine Dusche. Und dahinter ist dann so ein Kiosk, wo es die Donuts von gestern gab. Und hier ist der Bademeister. Ja. Da öffnet sie das Tor.
vor. Bei uns regnet es heute wohl nur einmal. Seit gestern Nachmittag hat es sich komplett eingeregnet und es sieht auch nicht aus, als würde das wirklich besser werden. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir müssen heute Vormittag eh einiges an Arbeit aufholen. Und heute Mittag geht es dann zu einer Höhle. Die sieht auf den Bildern unglaublich cool aus. Und in der Zeit, wo wir jetzt auf dieser Insel sind, hat die nur heute Mittag für 2-3 Stunden offen. Deswegen müssen wir da trotz Regenwetter durch. Aber das ist auch nicht schlimm. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr und sind gespannt. Und ja, jetzt kuscheln wir uns hier ein und arbeiten ein bisschen. Und hier hängen übrigens überall unsere Klamotten, weil wir gestern gewaschen haben. Und ja, dadurch, dass es hier recht feucht ist, dauert es immer ein bisschen länger. Deswegen haben wir einfach überall in der Wohnung unsere Wäsche verteilt. Und hoffen, dass das bis morgen, bis wir abreisen, alles trocken ist. Ich glaube, es funktioniert. Morgen geht es nämlich weiter. Gehen wir auf die nächste Insel, nach Pico, mit dem höchsten Berg Portugals. Mal schauen, wie das wird. Wasserfeste Schuhe, Regenjacke, Dryback, gute Laune, also am Start. Sind wir ja gut ausgerüstet. Wir gehen heute in eine relativ große Höhle, die sich das Lava vor zigtausenden Jahren hier mal gegraben hat und ja, sind sehr gespannt, was uns da erwartet. Also es sieht auf den Fotos schon sehr, sehr geil aus und soll eins der Hauptattraktionen hier auf der Insel sein. Daher... Los geht's! Sehr gespannt! Und da draußen regnet es fast nicht mehr. Ja. So, angekommen und es regnet nicht. Top! Wir befinden uns hier in einem Vulkan, der vor ca. 2000 Jahren ausgebrochen ist. Und das Besondere hier dran ist, dass der Felsen, den wir hier hinter uns sehen, der ist so hart, dass quasi der Vulkan nicht hier alles zerstört hat und alles eingebrochen ist. Deswegen hat er sich da diesen Ausgang gesucht und ist in die Richtung explodiert und hat halt diese ganzen Formationen hier hinter uns gegraben. 2000 Jahre klingt für uns zwar relativ alt, aber für einen Vulkan ist das noch sehr, sehr jung. Sehr, sehr faszinierend hier drin auf jeden Fall. Nochmal kurz ein paar Facts zu der Höhle. Also die Höhle ist an ihrem tiefsten Punkt 93 Meter tief. Und das, was ihr an der Wand gesehen habt, sind Ablagerungen von Silizium. Ist das das größte Vorkommen weltweit hier in diesem Vulkan. Und aus diesem Silizium erfolgen
oder erfolgt das Wachstum von Stalaktiten. Und diese wachsen im Durchschnitt in 1000 Jahren nur 1 Zentimeter. Und deswegen ist das auch so ein einzigartiges Naturspektakel, was da drin passiert. Und wenn ihr mal auf Teixeira seid, herkommt, ist wirklich sehr, sehr lohnenswert. Da kann ich nur zustimmen. Es lohnt sich tatsächlich sehr, hierher zu kommen. Ich bin normalerweise so nicht so der Höhlenfan und bin da mal so ein bisschen beklommen und fühle mich da nicht so wohl. Aber hier ist es wirklich nicht schlimm. Also wenn man Platzangst hat, gar kein Problem. Und auch der Anfang mit diesem Loch, das wo alles grün bewachsen ist, es sieht aus wie so ein Märchen. Also richtig, richtig schön. Sehr lohnenswert und kostet 8 Euro Eintritt pro Person. So, wir haben ausgecheckt, war jetzt ein bisschen stressiger als erwartet. Wir dachten, wir müssen erst heute Mittag irgendwann mal auschecken, können heute Vormittag noch alles aufladen und ganz entspannt machen. Um kurz vor 10 haben wir mal geguckt und gemerkt, dass wir um 10 auschecken müssen. Jetzt ist 10.30 Uhr, ich glaube, das ist jetzt noch in Ordnung. Ja, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen die Insel weiter erkunden, bevor nachher unser Flug nach Pico geht. Gerade noch mal zu so einem Aussichtspunkt gefahren und ja, es ist da saukrass, was hier das Meer, die Felsen, also was hier so abgeht, das ist wirklich unglaublich. Generell der Tipp für euch, wenn ihr hier auf den Azoren seid, fahrt einfach mal ein bisschen rum, haltet an den Aussichtspunkten an und ihr seht schon so wahnsinnig viel und es ist wirklich wunderschön. Und weil wir immer sagen, dass das Wetter sich hier so schnell verändert und es auch in den letzten Tagen viel geregnet hat, wir sind jetzt im November unterwegs, da ist das normal. Im Sommer gibt es hier aber deutlich schöneres Wetter, also da kann man auch wirklich Strandurlaub machen und man hat ein bisschen konstanteres Wetter mit Sonnenschein und wärmeren Temperaturen. Aber wir finden das auch jetzt ziemlich cool und uns stört es überhaupt gar nicht, also es ist auch sehr beeindruckend, weil dann hier einfach das Wasser viel wilder ist. Was man auf den Azoren gut spielen kann, ist, der Boden ist Lava. Wir sind angekommen auf einer Aussichtsplattform, Serra do Cume, und den Ausblick, den zeigen wir euch jetzt. Wow, es ist so gigantisch. Hier sieht man erstmal über dieses Plateau hinweg. Es sieht einfach so krass aus. Wahnsinn, sieht gefühlt wirklich über die ganze Insel. Bei uns gibt es heute Lunch with a view. Mit einem sehr guten View. Obrigado. Das war Teixeira Island. Wirklich auch super beeindruckend hier. Die zweite Azoreninsel, die wir jetzt erkunden durften, hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und ja, wir freuen uns jetzt auf die nächste Insel. Und wie es so weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Video.
Genau, wir sagen tschüss und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und abonniert uns kostenlos. Das unterstützt uns und wir freuen uns extrem über jeden, der mit auf unsere Reise kommt. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss!